Can I be your superhero? Superhero. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken weiter SmackDown vs. Raw 2008. Und inzwischen sind wir doch tatsächlich hier unten schon angekommen. Drei Matches sind es noch. Tornado Tag. 3 gegen 3. Und da das Tornado Tag ist, müssen wir natürlich auch die anderen beiden automatisch als Computer nehmen, weil wir ja nicht alle drei gleichzeitig im Ring steuern können, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, wen nehmen wir überhaupt? Und, ja, das ist eine gute Frage. Wen können wir da denn nehmen? Ich denke mal, wir versuchen mal so ein bisschen anders wieder an die Sache ranzugehen. Ich nehme einfach mal JBL, glaube ich. Und bei mir im Team ist... Ja, wir machen random, oder? Kane? Ja, JTG hatten wir schon ein bisschen häufig, finde ich. Also da können wir vielleicht nochmal... Ja, mit dem Mädel ist auch ein bisschen doof. Im Tornado-Tag ist das doof, weil die Mädels dann auf die Jungs treffen und sowas. Machen wir mal Great Khali, dann sind wir mal so ein bisschen Heal-Team. Mal gucken, wer die Gegner sind. King Booker, okay. Shampoo. Und... Randy Orton, okay, das wird interessant. Also ich habe versucht, jetzt mal so ein bisschen anders an die Sache ranzugehen. Klar, ein Mädel hätten wir auch mit reinnehmen können. Da denke ich mir aber bloß, ist halt doof, wenn dann irgendwie ein Typ dann auf das Mädel trifft oder so und das ist irgendwie doof. Wenn das jetzt ein normales Tag-Team gewesen wäre, dann hätte man das machen können, finde ich. Dann hätte es ja immer wieder das Mädel einwechseln können, wenn das andere Mädel drin gewesen wäre oder so. Weißt? So ist das aber ein bisschen doof, weil in Wirklichkeit gibt's sowas, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Ich glaube, mal gehört zu haben, dass es damals so solche Matches gemacht haben, Typen gegen Frauen, aber das ist auch... Also das gibt's nicht mehr, das ist, glaube ich, Quatsch. Das versuchen sie ja dann auch immer so, wenn sie mal ein Mixed-Tag-Team hatten oder so, haben sie es ja auch extra immer so gemacht, dass dann hin und her gewechselt wurde. Das war auch schon ganz lustig. Aber naja. So, wie gesagt, wir haben jetzt 3 gegen 3, Tornado Tag, das heißt, wir sind alle im Ring. Und, ja, das ist nicht Elimination, das heißt, sofern gepinnt wird oder einer aufgibt oder so, DQ, was es auch immer gibt, so, dann ist Ende Gelände. Ich glaube, ausgezählt werden kannst du bestimmt auch. Jedenfalls vermute ich das, das werden wir ja gleich mitkriegen. Und, ja, wie gesagt, da müssen wir echt aufpassen, dass keiner aus unserem Team irgendwie zuerst einen Abgang macht. Das ist nämlich die Schwierigkeit da dran, ne? Wenn du mit so vielen am Start bist, so, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Dass dann mal eben schnell einer weggepinnt wird von deinen. Oh. Okay, das ist auch erstmal wieder ein bisschen eine kleine Umstellung. Mit JBL, das, vor allen Dingen, ich habe jetzt hier ist vielleicht ein Wrestler im Ring, das wäre Randy Orton. Der, also den ich noch nehmen würde. Vielleicht King Booker, wenn er jetzt nicht unbedingt King Booker wäre, sondern eher Booker T. Wie gesagt, ich liebe ja den Scissors Kick. Aber so Shavu oder Great Khali oder... Naja gut, Kane geht auch noch. Aber Shavu und Great Khali, so die würde ich nie irgendwie mal selber von mir aus nehmen wollen, beziehungsweise in meinem Team haben. Weil die immer so diesen, die haben so diesen Heel-Stempel, ne? Und das Blöde ist auch immer, wenn die eingeführt werden, sind die immer richtig stark, die Heels, also die Bösen, sozusagen. Die sind dann immer mega stark. Es sei denn, werden lächerlich gemacht oder sowas, das gibt's ja auch in der WWE. Aber wenn sie nachher Face sind, also sprich auf der guten Seite, dann sind sie auf einmal teilweise sogar Schwächlinge, was echt ein bisschen lame ist. Ich sag ja nur, als Great Khali damals angefangen hat, bei der WWE, da hat er mal eben locker den Undertaker auseinandergeruppt, so, ne? Und der Undertaker musste den ja storyline-technisch, war der dann ja irgendwie ein halbes Jahr weg oder so und hat trainiert und ist dann ja zurückgekommen und hat dann Great Khali ganz knapp besiegt oder irgendwie so, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, hat der Great Khali dann auch so Typen fertig gemacht wie Batista oder... Rey Mysterio sowieso, weil da war ja immer automatisch so die Nummer, ja, Rey Mysterio so mega klein gegen den Großen und so, und da hat Rey Mysterio halt wenig Chancen. Ja, und dann auch, was weiß ich, John Cena wurde auseinandergenommen, Randy Orton wurde auseinandergenommen.
Und hinterher kommt Great Khali irgendwann mal an und verliert einfach gegen Hornswoggle und so. Das werde ich niemals vergessen, wie der gegen Hornswoggle verloren hat, einfach um diesen Gag zu holen, weißt du, einfach um, ja, weiß ich nicht, das war schon strange, so. Ist klar, dass du Hornswoggle da diesen Erfolg geben willst und sowas, aber ich finde, da haben sie es echt ein bisschen übertrieben. Also es gibt so Dinge, da ist die WWE einfach mega komisch. Da machen die einfach einen Quatsch. Santino Marella war genauso ein komischer... Okay. Okay, na gut, wir werden nochmal schnell eins machen. Dann nehmen wir auch komplett Zufall. Es ging ein bisschen schneller, da habe ich mich ein bisschen verquatscht und dann zack, war das Ding aber mal zu Ende. Nee, wir werden, denke ich mal, noch eins machen. Das kriegen wir hin. Ist auch bescheuert. Hier kannst du Rückkampf einstellen, aber wenn du jetzt ein Titelmatch gemacht hättest, so, dann hättest du keinen Rückkampf einstellen können, so dass du dann direkt immer wieder von vorne auswählen musst. Ist auch ein bisschen schade. Dabei würde sich das doch beim Titelmatch richtig gut anbieten, ne? Dass du denn sozusagen direkt ein Rematch hast. So, 6 Mann. Tornado Tag. Und dann, jetzt ist auch egal. Jetzt ist random. Das ist auch ein geiles Team, okay? Das ist schon mal ein bisschen mehr meine Spur so, okay? Ja, finde ich nicht verkehrt. Das ist schon ein bisschen passender, wenn ich mir das Team jetzt so angucke mit Undertaker, mit Hardy und McFoley und auch die Gegner. Das könnte tatsächlich so passieren. Wobei ich den einen nicht wirklich kenne. Ich weiß gar nicht, wie hieß der jetzt? Müssen wir gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, versuchen wir das auch wieder sehr schnell zu beenden. Mit Undertaker kämpfe ich ja auch ganz gerne, ne? Also das ist schon ganz cool. Matt Hardy finde ich auch gut. Mit Mick Foley bin ich nie so richtig warm geworden. Mick Foley ist zwar irgendwo ganz nett so, und auch die Ideen so mit Mankind und wen er da nicht, alles Funk Foley, oder ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Oder Cactus Jack gab's glaube ich auch noch, ne? Der hat sich noch richtig Gedanken gemacht über seine Gimmicks. Heutzutage ist das ja mehr so, was weiß ich, die laufen alle im Schlipper rum und sehen gefühlt alle gleich aus. Oder manche kriegen einfach ein richtiges Rotz-Gimmick, so wie King Booker. Booker T an sich war immer sehr cool, fand ich zumindest so, und King Booker war einfach, hätte man sich sparen können. Aber seine Frau war hot. 113 Kilo, der sieht gar nicht aus wie 113 Kilo, wa? So, wie ist der Typ? Ach, Rick Root. Den habe ich auch nicht wirklich erlebt. So, selbst William Regal hat man nicht mehr wirklich mitgekriegt, weil der war irgendwie ab und zu mal da und dann hat er auch eher auf die Fresse gekriegt. Der war auch eher so, heel. Hey, ich hab doch gekontert. Hat funktioniert. Bah. Schöne Sache. Jetzt muss ich erstmal gucken. Also bei mir in der Mannschaft ist Matt Hardy und Mick Foley. Okay, das heißt, die werden wir hier jetzt mal eben wegdreschen. Hey. Hat Matt Hardy mich da gerade gehauen? Jetzt habe ich zurückgehauen. Ist das Pech gehabt. Wow, gekontert. Ey, ich greife mir hier immer den Falschen. Was ist denn los? Erst Matt Hardy, jetzt greife ich mir den Ringrichter. Bam. So, und... Nein! Oh, doch. Wow. So war das jetzt nicht geplant, aber... Das passt schon. Ich würde mir ja den Stuhl nehmen oder so, aber das... hätte alles schon zu lange gedauert. Das schaffen wir nicht mehr zeitig. Alter... Ich treffe hier keinen. Jetzt. Nochmal das Ganze. Bam. Und jetzt können wir hier nochmal... Chokeslam. Schade, dass er den Tombstone nicht... Also den müssen wir irgendwie anders machen. Weil vorhin haben wir doch... Ach nee, vorhin hatte ich einen ganz anderen. Vorhin hatte ich JBL. Jetzt kommt, weil die von der Statur so ein bisschen gleich sind. Mal gucken.
Weil er kann ja drei. Er kann ja den Chokeslam, er kann den Tombstone und er kann den Last Ride. Dann vermute ich mal, ist der andere, den er kann, der Tombstone. Weil das wechselt dann immer. Du kannst ja theoretisch nur zwei Finisher machen, aber wenn der Typ halt drei kann, ne? Das ist auch strange. Er könnte theoretisch drei. Und manche andere kann nur ein Finisher. Das ist auch immer ein bisschen lame. Aua. Der ging in die Eier. So, jetzt. Wow, jetzt hat Will Regal die gleiche Idee gehabt wie ich. Ich wollte eigentlich Rick Root umnocken. Und dann kam auf einmal William Regal angerannt. Ich muss sagen, vorhin habe ich mit JBL irgendwie gefühlt mehr gerissen. Jetzt komme ich hier nicht so klar. Na komm, steh auf. Bam. So, jetzt machen wir hier nochmal einen Finisher und dann ist das Thema doch durch, oder? Rick Root schon sehr rot. Okay, KO. Wow, da haben wir aber Glück gehabt. Ich dachte schon, einer von meinen. Gut, hat Mick Foley das Ding für uns beendet. Das ist doch schon mal top. Ich hoffe doch, dass er das Ding für uns beendet hat, ne? Jo, hat er gemacht. Auch immer lustig, wie der nur ein Gegner noch im Ring liegt. Wo sind die anderen? Aber gut, dann haben wir zwei Matches gemacht. Beide gewonnen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Match auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal, ciao.